Hallo, ich bin Michele Cirillo, Produktfachmann der Handy Surgery Linie von Tecnomed Italien. Herzlich willkommen bei der genaueren Erklärung des MyCard. Wie Sie sehen, ist der zahnärztliche Behandlungswagen MyCard komplett aus Edelstahl gebaut. Er hat ein Fahrwerk mit Rädern, sodass er bequem verschiebbar ist. Zudem kann er durch eine hydraulische Pumpe in der Höhe reguliert werden. Auch ist der MyCard mit einem großen Mayotisch ausgestattet, auf dem Sie Ihr Werkzeug ablegen können. Der Behandlungswagen wurde komplett aus Edelstahl entworfen, da wir wissen, dass sich dieses Material besonders für seine Hygiene auszeichnet und sehr einfach zu reinigen ist. Damit unterscheiden wir uns von den bisher benutzten und im Handel verfügbaren Behandlungswegen, die komplett aus Plastik sind. Wir wissen, dass Plastik ein sehr empfindliches Material ist, das im Laufe der Zeit die Tendenz hat, sich zu verfärben. Zudem sind dessen Einbuchtungen nur schwer zu erreichen. Die Linearität des MyCards macht es möglich, ihn auf einfache Weise antibakteriell zu reinigen. Kommen wir nun zu den Eigenschaften des MyCards. Wie Sie sehen, ist der MyCard auf einen Strahlenkranz aus Edelstahl mit Rädern und Bremsen gebaut, sodass wir ihn abbremsen können. Wie ich schon erwähnte, können wir den Behandlungswagen durch eine hydraulische Pumpe in der Höhe regulieren. Das heißt, ich kann den Behandlungswagen so in der Höhe einstellen, dass ich bequem während meinen chirurgischen Eingriffen arbeiten kann. Der Behandlungswagen ist mit einem Mayotisch ausgestattet, der so entworfen wurde, dass Sie ihn in der Position wechseln oder auch direkt abbauen können. Ein weiteres sehr wichtiges Detail ist, wie Sie sehen können, der Anschluss. Der Anschluss des MyCards erfolgt durch diesen Schlauch, der mit der Steuerung im Möbel verbunden ist. Der Grund, weshalb dieser Schlauch oben angebracht wurde, ist, dass ich so den Behandlungswagen verschieben kann, ohne dass der oben angebrachte Schlauch meine Bewegungen stört und mich so nicht behindert und meine Arbeit nicht behindert. Kommen wir zum Werkzeug. Wie Sie sehen, befinden sich die Werkzeuge in diesen Werkzeugenhaltern aus Derlin. Auch dieses ist ein Material, das sterilisiert werden kann, indem wir die Halterung einfach herausziehen und in das Autoklav bei 121 Grad legen können. Die Stoppung unseres Werkzeughalters erfolgt durch einen O-Ring, der ein ungewolltes Austreten verhindert. Kommen wir zum Werkzeug, mit dem der MyCard ausgestattet werden kann. Wir haben die Möglichkeit, 6 Werkzeuge einzufügen. Eines davon ist die Spritze, während von den anderen 4, 5 dynamischen Werkzeuge sind. Also Mikromotor, Turbine, Zahnstein entfernen und das 5. Werkzeug kann ausschließlich eine Photopolymerlampe sein. Wir werden die Werkzeuge in Betrieb genommen, sehen wir uns gemeinsam an. Was die Photopolymerlampe betrifft, reicht es aus, diese anzuheben und dessen Taste zu bestätigen, um so auf einfache Weise unsere Photopolymerlampe in Betrieb zu setzen. Was die dynamischen Werkzeuge betrifft, sehen wir uns nun den Mikromotor an. Auch wenn der Mikromotor mit seinen LED-Leuchten und seinem Induktionsmotor eine neue Technologie ist, möchte ich betonen und präzisieren, dass es sich hierbei nicht um einen Motor, der implantationstechnisch handelt. Wie nutzen wir unser Werkzeug? Natürlich verbinden wir uns sowohl über den LCD-Display, also auch über unser Pedal. Der LCD-Display ist sehr intuitiv und erlaubt uns, die maximale Drehzahl zu bestimmen, indem wir das
Plus Bedienung können wir die Drehzahl bis zu maximal 4000 Umdrehungen erhöhen, wäre in der Gegenrichtung die minimale Drehzahl von 2000 Umdrehungen erreicht wird. Mit der Taste 50 stellen wir die Hälfte der maximalen Drehzahl ein, mit S und der Taste Plus oder Minus können wir die Torque-Bewegungen senken oder steigern. Indem wir S und 50 drücken, erhalten wir 50% der Torque-Bewegung. Jetzt stelle ich das Werkzeug auf Drehzahl 40.000, indem ich ganz einfach den Hebel verstelle. Aktiviere ich so die Drehzahl des Mikromotors. Ich kann also die Drehzahl mit unserem Hebel regulieren. Indem ich den Hebel verstelle und Spray drücke, erhalte ich auch das Ausfließen des Wassers. Indem dieser Knopf gedrückt wird, wird sich das grüne Licht anschaltet, ist es möglich, das Auffließen des Wassers zu erhalten, indem ich einfach nur unseren Hebel verstelle, aktiviere ich automatisch auch das Wasser. Diese letzte blaue Taste bedingt die Umkehr der Drehrichtung des Mikromotors. Auch werde ich ein akustisches Signal hören, das mich daran erinnert, dass ich die Drehrichtung umgekehrt habe. Zudem ist es möglich, die Umkehr der Drehrichtung des Mikromotors auf dem Display zu sehen, und zwar an diesem Symbol hier links unten. Dasselbe gilt für die anderen Werkzeuge. Zum Beispiel in dem Moment, in dem die Turbine anhebe, wird auf dem Display das Symbol der Turbine erscheinen. Das heißt, dass ich die Turbine in Betrieb genommen habe. Was alle anderen Kommandos betrifft, handelt es sich um dieselben, die wir vorher schon gesehen haben. Natürlich ist diese hier eine Turbine. Ich kann also nicht die höchste oder niedrigste Drehzahl erhöhen oder verbinden, weil es eine Turbine ist. Also die mit Luft betrieben wird. Die Einstellung werde ich ganz einfach vornehmen, indem ich meinen Hebel bediene. Indem ich also den Hebel verstelle und drücke, werde ich auch das Ausfließen des Wassers erhalten, oder indem ich die grüne Taste drücke, wird das Wasser ausfließen, und gleichzeitig kann ich durch die Bedienung des Hebels unsere Turbine in Gang bringen. Kommen wir nun zum Zahnsteinentferner. Beim Zahnsteinentferner, genau wie beim Mikromotor, haben wir die Möglichkeit, die maximale Potenz zu regulieren. Wir können dieses prozentual einstellen. Der Maximalwert ist also 100%ige Leistung, die wir verringern können, indem wir die Minustaste drücken und so die Arbeitsleistung des Ultraschalls verringern. Indem wir die Taste 50 drücken, verringern wir augenblicklich um 50% die maximale Potenz unseres Zahnsteinentferners. Indem ich genauso den Hebel bediene, ist es möglich, der Zahnsteinentferner in Betrieb zu nehmen. Mit Hebel und Pedal wird auch das Wasser ausfließen. Falls ich die grüne Taste drücke, reicht es aus, einfach nur den Hebel zu bedienen. Es ist möglich, den Zahnsteinentferner mit Glasfaser oder blind zu bestellen. Auch ist es möglich, zwischen einem EMS oder Satellite-kompatibel zu wählen. Um die Keimbelastung beim Bedienen des Wassersprays der Werkzeuge zu vermeiden, haben wir den MyCard nicht an das Leitungswasser der Praxis angeschlossen, sondern mit einer Flasche ausgestattet. Die Flasche wird ganz einfach durch das Umlegen dieses Clipschalters benutzt. Das bedeutet, dass das Wasser, das aus unseren Werkzeugen fließt, aus der Flasche stammt. Somit wird die Keimbelastung, die sich im Leitungswasser bildet, vermieden. Auf Anfrage, die ausdrücklich gestellt werden muss, da es nicht in unserer Ausstattung vorgesehen ist,
Ist es dennoch möglich, unsere Maschine ans Leitungswasser anzuschließen? Der MyCard ist zudem auch mit einer unabhängigen Regelung des Wassersprays und der Luft durch diese zwei Hähne hier unten ausgestattet. Wir haben einen Hahn mit Drehknopf. Für die Regelung des Wassersprays und einen Schraubhahn für die Regelung der Luft, bei der der Produktion reguliert wird. Auch ist es möglich, die Spritze im Autoklav zu behandeln, da diese komplett aus Edelstahl hergestellt wird. Das heißt, wir entfernen den Isolationsmantel und können dann die Spritze ins Autoklav legen. Kommen wir zum Maillotisch. Der Maillotisch ist so gedacht, dass wir die Möglichkeit haben, ihn zu verlängern, um ihn so bequem über den Patienten positionieren können, sodass der Arzt die Möglichkeit hat, den Patienten zu behandeln und dabei alle Werkzeuge griffbereit zu haben. Wenn wir uns dazu vorstellen, einen weiteren Maillotisch auf der gegenüberliegenden Seite zu benutzen, werden wir tatsächlich eine Brücke haben, also einen riesigen Ablagetisch, auf dem wir alles ablegen können. Wie ich vorher erwähnte, ist es möglich, unser Tablet zu entfernen, aber nicht nur. Wir haben auch die Möglichkeit, den kompletten Tray zu entfernen, indem wir diese Griffe auf der Rückseite des Wagens bedienen. Haben wir zwei Griffe, die wir abschrauben und herausziehen. Und somit können wir den ganzen Tray entfernen. So wird aus dem Wagen ein Standardwagen. Sie werden in unserer Ausstattung diese bequeme Silikonmatte finden. Auch diese im Autoklav behandelbar, die wir auf unseren MyCard-Wagen legen können, um so einen traditionellen Tray einfügen zu können. Diese Matte aus Silikon ist rutschsicher, das bedeutet, dass unser Tray, den wir auf dem MyCard ablegen, nicht herunterfallen kann. Zudem hat die Maschine zu unserem Stolz eine Safety Handpiece Funktion. Die Zeitspanne ist eine von uns patentierte Funktion. Was ermöglicht diese? Grundsätzlich wird hierbei die Benutzungsdauer unseres Werkzeuges gespeichert und erinnert uns daran, dass wahrscheinlich der Moment gekommen ist, unser Werkzeug zu schmieren. Tatsächlich bemerken wir ein kleines Licht, das aufleuchtet, wenn wir unser Werkzeug in Betrieb nehmen. Es wird also die Zeit der Inbetriebsnahme gemessen und nach 15 Minuten beginnt dieses Licht zu blinken. Dies bedeutet, dass der Moment der Schmierung gekommen ist, um die Kugellager und Dosanten der Turbinen zu schützen. Wie ich vorher erwähnte, ist unser MyCard-Wagen mit nur einem Schlauch ausgestattet, der mit einer Steuerung verbunden ist, die in einem der Möbel der Handy Surgery Linie angebracht ist. Tatsächlich sehen wir, dass der Schlauch auf einfache Weise durch eine Steckverbindung mit der Steuerung verbunden ist, das zu nichts anderem dient, als die Spannung von 220 Volt auf 24 Volt zu reduzieren, da dieser mit Niederspannung realisiert ist. Dazu haben wir noch einen Schlauch für die Luft, der am Kompressor angebracht ist. Nichts weiteres. Also muss die Steuerung natürlich Spannung haben. Das heißt, wir brauchen einen 220 Volt Anschluss und indem wir einfach nur diesen Hebel nach unten stellen, trennen wir alles komplett von Strom. Indem wir diesen Hebel nach oben stellen, verbinden wir unsere Werkzeuge mit dem Strom. Die Steuerung ist zudem schon für eine Easy Tray Verbindung ausgelegt. Zudem ist es eventuell möglich, mit derselben Steuerung auch den Absaugwagen Aspirol zu verbinden.
Sehen wir uns auch ein weiteres Detail dieser Möbel an. Wir haben diese Möbel so verwirklicht, dass wir unsere MyCard komplett darin unterbringen können. Wir werden also das Pedal auf dem Stativ ablegen. Und stellen das unserem Wagen bequem im Müll ab, der so ganz im Möbel verschwindet. So haben wir dem Behandlungsraum die Möglichkeit gegeben, komplett frei und sauber zu sein. Stellen wir uns einen Augenblick vor, dass wir unseren zahnärztlichen OP-Raum auch anders nutzen, zum Beispiel als frauenärztlichen Behandlungsraum oder vom Augenarzt. Es wäre unschön, einen zahnärztlichen Behandlungswagen mitten im Raum zu stehen. Das Konzept unserer Möbel der Handy Surgery Linie ist also sowohl den Behandlungswagen als auch den Absaugewagen Aspirol darin verstecken zu können. Tatsächlich sind die Möbel mit einer Höhe von 1,20 m gebaut und sind 65 cm tief. Zudem können Sie an der Ausstattung sehen, dass es möglich ist, diese so auszustatten, wie Sie möchten, je nachdem, was Sie für Forderungen haben und wie Sie diese benutzen. Wir haben die Möglichkeit, Schubladen mit herausnehmbaren Fächern einzufügen oder diese mit einem Türchen und Ablagebrettern aus Glas auszustatten. Fassen wir nochmal zusammen, welche einzigartige Eigenschaften unser MyCard-Wagen hat. Wie wir gesehen haben, wird er komplett aus Edelstahl hergestellt. Daher hat er der Edelstahl eine Garantie von 10 Jahren. Wir haben einen großen Mayo-Tisch mit der Möglichkeit, diesen durch eine hydraulische Pumpe in der Höhe zu regulieren. Dank der Tatsache, dass er aus Edelstahl ist, ist er vollkommen antibakteriell reinigbar, auch unter Benutzung von Aggressivdesinfektionsmitteln, denn wir wissen, dass Edelstahl unangreifbar ist. Eine weitere Eigenschaft ist die Tatsache, dass wir alle Werkzeughalter im Autoklav behandeln können, indem wir diese einfach aus unserem MyCard herausziehen und in Autoklav legen, die Möglichkeit, unsere MyCard schnell und bequem verschieben können, dank der Verbindung mit einem einzigen Schlauch, der in unserer Steuerung endet, die schnelle und intuitive Verbindung mit unserem LCD-Display, um die Geschwindigkeit unseres Mikromotors und die Torquebewegung steigern oder verringern zu können. Wir können auf praktischer Weise das Verhältnis des Gegenwinkels einstellen, also 6 zu 1 und so weiter. Was den Zahnsteinentferner betrifft, die Möglichkeit, die Potenz zu steigern oder zu verringern. Auch am Pedal haben wir die Möglichkeit gesehen, das Wasserspray durch einen Druckknopf in Betrieb zu nehmen und an letzter Stelle die Möglichkeit, unsere MyCard mit 6 Werkzeugen auszustatten. Ich zähle noch einmal auf. Eines ist die Spritze, 4 sind die dynamischen Werkzeuge und an letzter Stelle ausschließlich die Photopolymerlampe. Als letztes die Flasche, die an unserem Wagen angebracht ist, dank der wir nicht mit Leistungswasser arbeiten, da wir wissen, dass dieses eine Keimbelastung hat. Die Gewährleistung unseres MyCard-Wagens beträgt 24 Monate. Liebe Grüße von Michele Cirillo, Produktfachmann der Handy Surgery Linie von Tecnomed Italien und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss!